Ihr Lieben, wenn wir an Hauszellen denken, wenn du an deine Nachbarn denkst, dann fallen dir bestimmt ein, all die Gespräche, die du geführt hast, die nicht besonders fruchtbar waren. Wem von euch fallen Gespräche ein mit seinen Nachbarn, wo die sich nicht gleich bekehrt haben? Ja, okay, dachte ich mir. Wem von euch geht das denn manchmal so, dass er sagt, Mensch, was machen wir eigentlich? Ist doch eigentlich nett, wir sammeln uns in der Gemeinde und das ist doch okay. Und wer sich bekehren will, bekehrt sich und wer nicht, hat auch selber Schuld. Ist dir schon mal so ein Gedanke gekommen? Ich gebe zu, mir ist schon mal so ein Gedanke gekommen. Ich habe gedacht, Herr, wenn die nicht wollen, lass sie machen. Ist mir egal, ich bin gerettet, ich sitze in der Arche. Die bekehren sich ja doch nicht oder die sind ja in irgendwelchen anderen Kirchen schon beheimatet. Warum soll ich die erreichen wollen mit dem Evangelium? Gibt so Sprüche, ne? Kann man sich denken, oder? Ja. Und jetzt kommen wir und sagen, hey, und wir wollen auftreten und sagen, wir machen eine Hauszelle. Und wir glauben, dass die Leute, die zu unserer Hauszelle kommen, dass die zum Glauben finden, dass die im Glauben wachsen, dass die kräftige Mitarbeiter werden, dass die selber eine Hauszelle machen, dass sich das verdoppelt und wir im Laufe der nächsten Jahre unser Gebiet erobern. Glauben wir das? Mit dem Anspruch kommen wir oft um die Ecke, genau. Und die Frage ist doch, ist das realistisch oder sind wir einfach Träumer und sagen, hey, Leute, komm, seid ehrlich. Wir haben nicht gerade ein Land, das das Evangelium fördert, nicht wirklich. Wir erleben die Presse, die linksorientiert ist und immer wieder absolut gegen die Bibel und gegen das Wort Gottes schießt. Ganz viele gotteslästerliche Artikel, die da erscheinen. Wir haben Politiker, wo wir nicht ganz sicher sind, zu welcher Fraktion die überhaupt gehören. Wir erleben nicht gerade phänomenales Wachstum in Deutschland. Und die Frage ist doch wirklich ernsthaft, hey, wieso kommen wir mit dem Anspruch und wir erreichen trotzdem dieses Land, habe ich mich ernsthaft gefragt. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen. Ich hatte am Dienstag einen Missionar da, mit dem ich schon über Jahre befreundet bin und der viel im Land rumfährt. Und der hat dann bei uns übernachtet und dann sitzt man bis in die Nacht und dann erzählt er so seine Erlebnisse. Und ich dachte, oh, und wir stellen uns hin und sagen, wir erobern das Taubertal, wir holen Hohenlohe ein, wir kommen, wir packen das Land. Das klingt so, als wenn wir nicht richtig zugehört haben oder ob wir einfach größenwahnsinnig sind oder wir sind einfach minderwertig und denken, wir müssen besonders große Sprüche machen. Und in all diese Fragen hinein habe ich viel gebetet. Und mit einem Mal ist es mir, als wenn der Herr zu mir sagt, guck dir mal China an. Was haben die denn mit uns zu tun? Und während ich über diesen Gedanken nachdenke und nachdenke und nachgrüble, kommt plötzlich innerlich die Erleuchtung. Hat China ein absolut pro-christliches Umfeld? Richtig, ich habe nachgeguckt. Man schätzt, dass in der Mao-Diktatur fast 5,5 Millionen Christen umgebracht wurden. Das sind die niedrigen Zahlen. Da gibt es also Leute wie Open Doors, die sagen, dass man das mal 10 rechnen muss. Keine Ahnung. Also die hatten keine Regierung, die das Christsein gefördert hat. Bestimmt nicht. Die hatten auch keine Presse, die das Christsein gefördert hat. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, in dem Augenblick, wo rauskam, dass du irgendwo in irgendeiner christlichen Gemeinde warst, konntest du wetten, dass sie dich besucht haben. Als der Bambusvorhang aber hochgegangen ist, was zum Erstaunen der gesamten Weltöffentlichkeit war passiert? Die dunklen, ganz zarten Schilderungen der damaligen Zeit lauteten, man rechnete ungefähr damit, als der Bambusvorhang hochkam, dass es ungefähr 100 Millionen Christen im Land gibt. Heute hält man diese Schätzung für zu klein. Die schätzen, dass es fast 250 Millionen Christen gibt. Und wer den vorletzten IDEA-Bericht gelesen hat über chinesische Wirtschaft, der liest,
dass nahezu 60% der gesamten Wirtschaftsbosse in China Christen sind. Und dass Christsein die absolute Innenreligion ist im Land. Wenn du schick sein willst, musst du Christ sein in China. Unglaublich! Die Frage ist doch ernsthaft die, die hatten keine christliche Regierung, die hatten keine christlichen Medien, die durften sich noch nicht mal öffentlich versammeln. Wie um alles in der Welt haben die das geschafft, ihr gesamtes Land aufzurollen? Die durften keine Pazani-Evangelisation machen. Die durften nicht Reinhard Bonnke einladen. Die hatten keine Stimme zur Freude oder wie auch immer das heißt. Die hatten das alles nicht. Was haben die um alles in der Welt angestellt in einer derartig gottlosen Gegenwart, sich zu multiplizieren, wie es nirgendwo sonst auf der Welt funktioniert hat? Was war das Geheimnis dieser Leute? Schlicht und ergreifend. Hauszellen. Ganz offensichtlich scheint das immer noch das absolut wirksamste Vehikel zu sein, das es gibt. Ich las die letzte Pressemeldung, die ich von Billy Graham gelesen habe, ist, man hat ihn gefragt, ob er das Ziel seines Lebens erreicht hätte und ob er glaubt, dass aus seinem Leben was rausgekommen ist. Und sein Fazit war, nee, das glaubt er nicht. Weil er ist mit dem Anspruch aufgetreten, dass er glaubt, wenn er das Land nur lange genug evangelisiert, dann wird sich Amerika bekehren und es kommt eine neue Erweckung. Aber im Gegenteil, er musste die Jahrzehnte zugucken, wie das Land mehr und mehr den Bach runtergelaufen ist. Die hatten alle Möglichkeiten zu evangelisieren, stimmt's? Wenn der Mann gepredigt hat, waren da 50.000, 100.000 Leute, Madison Square Garden, alles war voll in New York. Und der Mann muss am Ende seines Lebens sagen, das, was ich erreichen wollte, vorbei. Riesenaktion, relativ wenig dabei rausgekommen. In so einem kleinen chinesischen Land, mit Verfolgung an jeder Ecke, mit Folter und KZ in schlimmster Form, wie das unsere Leute im Nazireich nicht hingekriegt haben, da blüht die Gemeinde Jesu und explodiert. Ihr lieben Freunde, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob die Variante, die sich Gott da ausgedacht hat, die Variante ist, die wir lernen müssen. Ich habe bei Open Doors einen Spruch gefunden, den habe ich mir natürlich gemerkt. Da hat man den Leiter gefragt, wie er denn das Christsein in China erklärt, dass das so explodiert. Und dann war seine Antwort folgende, 4 Sätze. Er sagt, jede gläubige Familie kümmerte sich auf praktische und fürsorgliche Weise um ihre Nachbarn. Denn gegen das Prinzip der Liebe gab es kein Gesetz. Denk nochmal drüber nach. Denn gegen das Prinzip der Liebe gab es kein Gesetz. Die effektivste Art und Weise, Menschen für Jesus zu erreichen, ist nicht Großevangelisation. Ist auch nicht Predigt mit Reinhard Bonnke. Ist noch nicht mal das Traktat von Bruder Müller. Sondern das Prinzip, das Leute berührt, ist schlicht und ergreifend Liebe. Und deswegen kann jeder von uns ein super Evangelist sein, weil das kann jeder. Und das war der Schlüssel der ersten Gemeinde und das ist der Schlüssel in diesen Ländern wie China oder wo auch immer. Praktische Liebe, die dem Nachbarn was Gutes tut. Mehr ist es nicht. Aber eben auch nicht weniger. Und dann schreibt dieser Open Doors Mensch, mit der Zeit wurde klar, dass die Christen die besten Chinesen im Land waren. Sie arbeiteten am härtesten, beklagten sich am wenigsten und liebten am meisten. Das ist doch ein toller Satz, oder? Ich war total fasziniert. 4 Sätze, die das Geheimnis des Wachstums in China symbolisieren. Ich finde das so stark.
Es hat mich so berührt, weil ihr lieben Leute, wir können uns von einer Strategie zur nächsten hangeln und wir können uns noch 175 Bücher durchlesen. Und dann kannst du dir überlegen, ey, wie könnte ich ein noch besserer Evangelist sein? Wie könnte ich noch besser predigen? Wie könnte ich noch besser... Hey, das schlicht und ergreifende Prinzip ist was? Bau eine Beziehung zum Nachbarn auf und hab ihn lieb. Und dann lebt dein persönliches Christsein so, dass er einen Vorbildcharakter hat. Und damit haben wir das Thema schon rum. Mehr brauchst du nicht. Mehr ist es nicht. Und plötzlich war ich davon so berührt, weil ich plötzlich begriff, genau, das ist der Gedanke, den Gott in Hauszellen gelegt hat. Da lebe ich dieses Christsein ganz praktisch. Da kann es mein Nachbar mitkriegen. Da bin ich dabei, mir zu überlegen, wie kann ich ihn mit der Liebe Gottes wirklich berühren? Was kann ich ihm Gutes tun, um ihm zu zeigen, hey, ich habe dich lieb? Und da liegt der Schlüssel, um am Ende Menschen wirklich zu berühren. Ich bringe ein zweites Beispiel. Die meisten Leute kennen von euch AVC. Wisst ihr, was AVC ist? Aktionskomitee verfolgt die Christen, genau. Und da gibt es in Albanien einen Typen, der heißt Arnold Geiger. Der sitzt in Pokratetz, so heißt das Städtchen. Und Arnold hat auf der letzten Missionssitzung von AVC eine dolle Geschichte erzählt. 1991 gab es im albanischen Bereich vom Kosovo 5 Christen. Einer dieser 5 Christen war eine alte Frau. Dann hat man das Flüchtlingslager nach Korecy verlegt, also Korchey geschrieben. Und dann haben die Leute von World Relief und mit dem AVC zusammen, haben die dann Flüchtlingslager aufgezockelt, so mit allem Möglichen, was man da so braucht. Aber wer schon mal in Albanien war, ich war da schon 2 Mal, das Beste, was es in Albanien gibt, sind die Toiletten. Das ist super. Wenn du je im Leben was brauchst, um dich echt zu ekeln, dann brauchst du albanische Toiletten. Da weißt du genau, dass du spätestens, wenn es dunkel wird, nicht mehr auf Toilette musst. Nie mehr. Nie mehr in deinem Leben. Und in diesem Lager war eine dieser Christinnen, eine alte Dame, Mitte 60. Und diese alte Dame machte jeden Tag die Toiletten sauber. Das heißt, sie machte diese Löcher in dem Boden, die mit dreckigem Papier und den Exkrementen der Menschen bedeckt waren, den machte sie regelmäßig 5-mal am Tag sauber. In diesem Lager waren bis zu 8000 Muslime, Kosovo-Albaner muslimischer Religion. Nach fast 2 Monaten ist einer der leitenden Leute zu ihr gekommen, an einem Nachmittag nahm er sie zur Seite und fragte sie, wie viel zahlt Ihnen denn die Missionsgesellschaft für Ihre Arbeit? Die Frau antwortete, nichts, ich tue das freiwillig, denn ich tue das aus der Liebe zu Jesus. Arnold sagt, diese Frau hat mittlerweile 80 Gemeinden gegründet unter diesen Leuten. Eine Oma, 80 Gemeinden. Was war ihr unglaublicher Power-Evangelisationstrick? Mehr hat die nicht gemacht. Die hat nur für saubere Toiletten gesorgt. Was denn da Toilette ist? Das hat mehr gepredigt, sagt Arnold, als jede Evangelisation, die wir mit Waldemar und mit weiß was ich wem für Leuten da abgezogen haben. Die hat nachweislich mehr Gemeinden gegründet als ich, der ich mit allem Equipment aus Deutschland da arbeite und ein riesen Sozialwerk aufgezogen habe. Wo liegt der Schlüssel? Die Leute haben gesagt zu Arnold, er hat das so nett erzählt, sie haben zu ihm gesagt, rede nicht so viel, tu was. Was denkst du, was dein Nachbar zu dir sagen würde? Rede nicht so viel. Wann bist du bei mir gewesen und hast mir geholfen? Wann hast du mich besucht? Wie oft hast du mir zum Geburtstag gratuliert? Wann hat es dich interessiert, wie es mir wirklich geht?
Weißt du, Bruder, wir haben immer gewartet, dass du uns besuchen kommst. Kennst du das? Typische Mentalität in Gemeinden. Ich weiß gar nicht, der Bruder hat mich noch gar nicht besucht. Geh doch selber! Hast du zwei gesunde Füße? Verstehst du das? Evangelium hat was mit Gehen zu tun, nicht mit Sitzen bleiben und warten, dass die anderen kommen. Jesus sagt zu deinen Leuten, geht hin in alle Welt. Mach dir keine Illusion, die kommen nicht. Niemand kommt. Selbst wir in der Gemeinde leiden doch an dem Prinzip, dass wir nicht in Bewegung kommen, sondern auch noch warten, dass irgendwer kommt. Wisst ihr, was ich oft denke? Hey, wenn wir einsam sind, lass uns die Nachbarn besuchen, dann sind wir schon zu zweit. Wenn du nicht weißt, was du mit deiner Zeit tun musst, geh deine Nachbarn besuchen, klingel an jeder Tür und frag, ob er Zeit hat. Und soll ich dir was sagen? Mit Mal entsteht Gemeinschaft. Das wäre ein spannendes Prinzip, oder? Ich sag dir was, ich glaube nicht an Christen, die arbeitslos sind. Ich glaube nicht an Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Langeweile tun, sondern an die Leute glaube ich nicht. Ich glaube, dass die faul sind und dass die nicht gehen. Weil es gibt so unendlich viele Leute, die darauf warten, dass du vorbeikommst. Ich habe schon manchmal gesagt, ich könnte meinen Pastorenjob an Nagel hängen und nur noch Leute besuchen gehen. Dummerweise muss irgendeiner die andere Arbeit auch machen. Aber Freunde, es gibt so viele, die haben Zeit. Wieso gehen die nicht? Die warten immer auf irgendwas. Worauf wartest du? Vollmacht des Heiligen Geistes haben wir. Kinder Gottes sind wir auch. Stimmt's? Also, legt los, Leute. Worauf warten wir? Preis dem Herrn, wir legen langsam los. Wir kommen in Bewegung. Lob und Dank, ich bin auch ganz froh da. Aber mich fasziniert das, weil das, was wir tun müssen, ist ganz einfach. Hab die Leute einfach lieb, mehr nicht, das kann jeder. Ich komme mit einem dritten Beispiel. Das hat mir Matthias Allgeier, dieser Typ, der gerade da war, erzählt. Der war auf dieser Missionskonferenz. Da haben sie einen Bericht gegeben über Erweckung in Ruanda. Wisst ihr noch, wo Ruanda liegt? Das war da, wo die Tutsis und wie hieß die andere Truppe? Hutu, genau, wo die sich gerade gegenseitig abgeschlachtet haben, in furchtbarster Form. Da hat man ganze Landstriche entvölkert. Menschen haben sich gegenseitig umgebracht, nur weil man plötzlich feststellte, dass man aus unterschiedlichen Volksschichten kommt. Völlig irre. Und da war der Dr. Clive Calver von World Relief, das ist eine der ganz großen amerikanischen Missionen, und der hat einen Bericht erzählt. Der hat mich fasziniert. Er erzählt, dass ein Mädchen, Clementine heißt sie, 17-jährig, wurde von den Hutus aus der Kirche gezerrt, und dann haben Männer aus der Miliz, 20 Männer, sie nacheinander vergewaltigt, und am Ende hat man die Säure aus einer Lastwagenbatterie genommen und über das Mädel gegossen. Die Mission konnte das Mädel packen und man hat die zum Leben wiedergekriegt. Und bei einer ärztlichen Untersuchung nach 3 Monaten hat man festgestellt, dass einer von diesen Männern AIDS hatte und sie war auch mit AIDS infiziert. Und dann hat dieser Dr. Calver gesagt, wir haben 4 Jahre dieses Mädel nur lieb gehabt. Weil alles, was du ihr von Gott und von Liebe Gottes erzählen konntest, das ging da rein. Und da wieder raus. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand sowas mitgemacht hat, dem brauchst du nicht mehr viel erzählen. Aber nach 4 Jahren ist was passiert in diesem Mädel. Sie ist hingegangen zu diesem Leiter der Mission und hat gesagt, sie will in ihr Dorf zurückgehen. Weil sie glaubt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und sie möchte den Leuten sagen, dass Gottes Liebe größer ist als der Hass. Und sie möchte gerne ihrem Dorf dienen. 2 Jahre lang hat sie noch gelebt, hat ihren Nachbarn gedient, auch wenn durch die AIDS-Krankheit immer wieder körperliche Erschöpfungszustände da waren, aber solange sie konnte, hat sie gedient. Dieses Mädel ist dann mit 23 gestorben.
Und die Missionsgesellschaft ist jetzt hingegangen und man hat festgestellt, dass in 17 Dörfern das Mädel Gemeinde gebaut hat. AIDS-krank, tot im letzten Stadium und trotzdem 17 Gemeinden aufgebaut. Niemand von uns, der hier sitzt, hat AIDS. Niemand von uns muss mit so einem Schicksal rumrennen. Uns geht es bei weitem besser. Aber wenn wir ehrlich sind, freuen wir uns, wenn wir eine Gemeinde hingekriegt haben. Ich habe mich gefragt, was haben die, was wir nicht haben? Und die schlicht und ergreifende Antwort ist, die lieben ihren Nachbarn. Wir sagen das, theoretisch, aber wir leben das nicht wirklich überzeugend. Und das ist ein Punkt, wo ich spüre, bei all dem, was wir machen, wenn wir da nicht von Gott uns eine neue Sicht für unsere Nachbarn geben lassen, dann können wir hier noch 20 Jahre in der Gemeinde rumspringen. Dann kommt genauso viel oder wenig dabei raus wie die letzten 20 Jahre. Tatsächlich liegt hier der Schlüssel. Wenn es nicht zu einer heiligen Liebe kommt in uns, für unsere Leute, die um uns herum wohnen, dann werden wir hier noch so nette Programme abhalten. Wir werden immer die Leute einladen, dass sie kommen, aber wir gehen nicht hin zu ihnen. Die Frage ist, wie ändern wir das? Ich habe über Liebe nachgedacht. Wie ist das denn mit der Liebe Gottes zu dir und zu mir? Hat die Liebe Gottes an dich und an mich irgendwelche Bedingungen? Gott investiert in dein Leben, auch wenn du nicht gläubig bist, oder? Die Sonne geht auf über Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte. Die Nichtchristen genießen den Sonnenaufgang genauso wie die Christen, stimmt's? Gott hat keine Mühe, er liebt jeden. Ohne Hintergedanken. Gott gibt dir seine Liebe nicht, weil er dich überlisten möchte, dass du Christ wirst. Sondern er liebt dich einfach. Wie oft geht mir das so, wenn ich mit meinem Nachbarn Kontakt und Beziehung aufgebaut habe, dass welcher Hintergedanke immer in meinem Kopf war? Wann kommt der Punkt, dass ich ihn voll predigen kann? Ihr seid da heiliger als ich, aber ich war immer so. Ich habe Leute nicht geliebt um ihrer selbst willen, sondern ich habe sie eigentlich immer geliebt als potenzielle Missions- und Bekehrungskandidaten. Das ist so. Ich weiß nicht genau, wie liebst du denn die Leute? In wen investierst du tatsächlich, wenn du merkst, dass du dein Ziel, dass sie sich bekehrt, dass du da eigentlich nicht weiterkommst? Was machst du irgendwann? Rum. Vertane Zeit. Lass uns das nächste Objekt anpacken. Lieben wir wirklich? Oder lieben wir nur mit Hintergedanken? Und soll ich dir was sagen? Die Leute kriegen mit, ob wir sie ehrlich lieben oder ob wir sie mit Hintergedanken lieben. Wer möchte gerne mit Hintergedanken geliebt werden? So eine Liebe wird nicht funktionieren. Die funktioniert auch bei deinen Kindern nicht. Wenn du brav bist und den Gottesdienst kriegst, kriegst du einen Lutscher nachher. Was denkst du, wie lange die zur Gemeinde mitgehen? So lange, bis sie braune Zähne haben. Ja? Das kannst du vergessen. Das ist so totes Zeug. Es gibt nicht Liebe mit Hintergedanken.
Jesus liebt dich ohne Hintergedanken. Und das größte Gebot, das Gott uns gegeben hat, heißt wie? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste Gebot. Genau, das ist mindestens dem ersten gleich, sagt Jesus. Ne? Den Nächsten lieben will ich selber. So, die Liebe zu Gott, wenn sie nicht sichtbar wird in der Liebe zu meinem Nachbarn, ist es keine Liebe zu Gott. Am Ende ist das frommes Gerede, aber es ist nicht wirklich Liebe. Weil du kannst nicht am Sonntag mit Halleluja den Herrn anbeten und unter der Woche hast du dich im Dreck und im Fingernagel um deinen Nachbarn gekümmert. Weil der geht nämlich fröhlich zur Hölle, wenn du Halleluja singst und den Herrn preist, das kann ja nicht sein. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich kann doch nicht mit gutem Gewissen im Sonntagmorgen Gottesdienst da sitzen und mich auf den Herrn freuen, während ich sehe, wie mein Nachbar zum Teufel läuft. Da merke ich, da stimmt was nicht in der Relation. Das spüren wir, da ist irgendwas mit dieser Liebe nicht wirklich echt. Das machst du bei deinen Leuten, die du wirklich lieb hast, auch nicht. Wer von euch würde zugucken, wenn seine Kinder, die klein sind, gerade mit einer Rasierklinge spielen und die in den Mund nehmen, um darauf zu lutschen? Wie lange würdest du zugucken? Keine Minute. Aber dein Nachbar geht in die Hölle und du guckst oft Jahre zu. Ich frage mich ernsthaft, was passieren wird, wenn wir da oben ankommen. Ich frage mich manchmal, was Gott sagen wird, wenn er sagt, ey Freunde, ehrlich, ihr wart für Kriegling zuständig, wo sind die Leute? Du warst für Wachbach zuständig, wo sind deine Leute? Du warst für Iggersheim zuständig, wo sind deine Leute? Du warst für Weikersheim zuständig, du warst für Hansbronn zuständig, wo egal, wo du herkommst, wo sind deine Leute? Ach ja, weißt du, wir waren so mit uns selber beschäftigt. Ich habe Mühe, mir vorzustellen, dass das gut läuft. Das hat was mit Liebe zu tun, die uns wieder berührt. Das hat was mit Liebe zu tun, die dich wieder packt. Die dir sagt, hey, dieser Herr, der für dich gestorben ist, das ist super. Erlöst zu sein ist super. Aber erlöst zu sein, ganz alleine und zu wissen, dass der Rest nicht dabei ist, ist keine tolle Erfahrung. Jesus liebt ohne Hintergedanken und will das Beste für uns. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken heute. Was macht Liebe mit uns? Ich staune darüber, dass Jesus uns zur Liebe verdonnert. Er sagt, das ist ein Gebot. Ein Gebot fragt mich, fühlst du dich heute danach, den Nachbarn zu lieben? Fühlst du dich, Paul, wenn du fährst mit deinem Auto, ja, und da ist eine rote Ampel und die Polizei steht daneben, fühlst du dich danach, dass du anhalten möchtest? Nein, auch wenn du dich nicht danach fühlst, aber du hältst trotzdem an, weil der Zettel ist zu teuer. Ja, es gibt Gesetze. Und wenn das Gesetz Gottes heißt, lieb Gott und den Nächsten, das ist ein Gesetz. Wenn Gott Liebe verordnet, weißt du, was mir das sagt? Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist meine Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben. Und wenn ich mich entscheide zu lieben, dann entscheide ich mich auch zu handeln. Liebe, die sich dafür entscheidet und nicht handelt, ist keine Liebe. Es ist auch wieder nur Geschwätz. Gott sagt dir, ey, Liebe. Und ich sage, ich fühle mich nicht danach. Sagt er, das ist doch nicht wichtig. Liebe ist eine Entscheidung. Stimmt's? Alle, die länger als 3 Wochen verheiratet sind, wissen das. Liebe ist eine Entscheidung. Jeden Tag. Eine gute Entscheidung. Amen. Aber eine, die du oft, oft wiederholst. Und sagst, ja, das stimmt. Es ist eine Entscheidung und ich entscheide mich zur Liebe. Und dann, weil ich mich entschieden habe, muss ich auch entsprechende Taten der Liebe folgen lassen. Ja? Und Gott sagt, du kannst dich entscheiden. Wisst ihr, warum wir uns entscheiden können? Das finde ich so beeindruckend, weil die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in mein Herz. Ich habe sie schon. Römer 5, Vers 5 sagt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Die ist schon da. Ich habe ja eine Quelle, wo das nachfließen kann. Deswegen kann ich lieben. Ich kann mich jeden Tag zur Liebe entscheiden, weil von Gott was nachkommt, wenn ich denn will.
Und deshalb schickt uns Gott hin und sagt, hey, hab deinen Nachbarn lieb. Geh hin zu ihm. Mach es dir zur Aufgabe. Geh regelmäßig einmal in der Woche durch deine Straße und bete für die Leute, die in deiner Straße wohnen. Nimm dir einen Zettel mit und schreib dir mal auf, wer wohnt überhaupt bei mir in der Straße? Wer wohnt bei mir in meinem Viertel? Mach dir einen Zettel und fang an, für die Leute zu beten, systematisch. Wenn du einmal in der Woche lang gehst durch deine Straße, dann bete für die Leute. Und dann passiert was. Irgendwann, wenn du das tust, kriegst du regelmäßig mit, was haben die Leute überhaupt für eine Not? Und wenn du weißt, wo jemand eine Not hat, weißt du, was du machen kannst? Du kannst dafür beten, aber du kannst ihn auch ansprechen. Weil über welche Sachen reden Leute am liebsten? Über ihre Not. Geh mal zu irgendeinem Geburtstag. Da musst du dir mal anhören, was die Leute alles erzählen. Also das ist das Lieblingsthema. Wenn du das kickst, dann haben die nichts mehr zu erzählen. So, das ist unser Anknüpfungspunkt. Weil was ist unser Punkt dabei? Ihnen zu sagen, dass sie bei der Not nicht stehen bleiben müssen. Deshalb ist das so nötig. Liebe fängt damit an, dass du anfängst, für deinen Nachbarn zu beten. Und das Zweite ist, dass du dich anfängst, für ihn und sein Leben zu interessieren. Weil nur dann kannst du wirklich konkret für seine Not beten, stellen. Und dann kannst du sagen, Heiliger Geist, bitte leite mich doch, ihn mal anzusprechen, wenn ich ihn auf dem Flur treffe. Und ihr Lieben, das ist der Vorteil, wenn man schon lange irgendwo wohnt. Man kennt die gesamte Truppe schon. Das merke ich. Ich bin der Neue. Bei mir in der Straße. Mir gegenüber wohnt ein Mann mit so einem komischen, spitzgepudelten Dackelbernardiner. Also das ist irgendwie so ein Versuch, Hund zu sein. Und den alten Mann sehe ich jeden Morgen mit seinem Hund marschieren. Kannst schon fast die Uhr danach stellen. Und ich habe mir immer überlegt, was kann ich machen, um den Typ irgendwie zu erreichen? Ich habe schon überlegt, ich muss mir schon einen Hund kaufen. Dann haut mich Manfred, wenn ich da in seiner Bude einen Hund halte. Das kann ich nicht machen. Aber was habe ich mir überlegt? Ich habe gedacht, hey, wenn der geht, achte mal auf die Zeiten. Dann habe ich festgestellt, der Mann ist immer so zwischen 7:45 und 8 ist er raus aus seinem Haus. Kann ich sehen durch meine große Scheibe vorne. Also habe ich mir überlegt, das ist super. Ich will sowieso zum Büro gehen. Okay, ich gehe also nicht mehr vorne rum zum Büro, sondern ich laufe hinten rum zum Büro. Ist nicht so schlimm. Also habe ich ihn irgendwann angesprochen und angehauen und habe gesagt, guten Morgen. Moin. Oh, habe ich gedacht, das gestaltet sich schon unglaublich kommunikativ. Dann bin ich mit ihm da lang gelaufen, er hat nichts gesagt, ich habe auch nichts gesagt, ich habe mich irgendwann verabschiedet und bin ein Stück weitergegangen. Nächsten Morgen selbe Prozedur. Ging über eine Woche. Irgendwann sagt er zu mir, arbeiten Sie hier? Ja, ein Stück weiter. Ah ja. Seit ein paar Tagen weiß ich, wie der Hund heißt. Weiß ich, dass er 3 Kinder hat. Seine Frau ist schon gestorben. Und er findet das nett, mit mir zusammen den Weg darunter zu gehen. Er wandert dann immer ein Stück weiter. Warum entwickelt sich da was? Ganz simpel. Ich versuche, diesen Mann kennenzulernen. Ich versuche, in ihn zu investieren. Ich versuche, einfach eine Beziehung aufzubauen. Und es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, 10 Meter rechts rumzulaufen, anstatt nur 3 Meter links rum. Und plötzlich merke ich, da entsteht was. Ich bin der Neue, ich muss mir das erst verdienen. Ihr seid schon 20 Jahre und 50 und 70 Jahre im Geschäft, euch kennen die Leute schon. Du kannst da völlig anders auftreten, um Kontakte zu machen. Kriegen die Leute mit, dass wir sie lieb haben? Wenn sie das nicht mitkriegen, werden sie sich nicht öffnen. Wenn sie sich nicht öffnen, wirst du nie mit denen über Jesus reden. So was werde ich tun. Ich werde weiter mit diesem Mann und seinem Hund spazieren gehen. Und ich werde irgendwann darauf warten, dass er mich fragt, was ich denn für einen Job mache. Und dann wird der Reichsparteitag sein. Fertig. Ich arbeite darauf hin.
das ist mein Kollege. Mit den Kindern von drüben habe ich neulich Fußball gespielt. Waren cool, 16 und 17. Macht nix. Die fanden das nett, mit seinem Opa ein bisschen rumzukicken. Das war nicht lange, Nachmittag, halbe Stunde. Hat völlig ausgereicht, um jetzt zu wissen, dass der eine Sven heißt und der andere Peter. Ist doch großartig, oder? Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Sei ehrlich, wenn man dich fragen würde, wie heißen die Jungs bei dir in der Straße, würdest du wissen, wie die alle heißen? Bei euch ja. Ihr seid lange genug im Geschäft. Ich merke, ich muss was tun, wenn ich Kontakte machen will, stimmt's? Ihr braucht das nicht mehr, ihr seid schon lange da. Aber ehrlich, wie viele Kontakte hast du, dass du wirklich am Herzen der Leute bist? Da merke ich, das ist ein Schritt. Da müssen wir Liebe investieren in die Leute. Aber das ist unser Punkt. Und da liegt die Herausforderung, die wir haben. Und das ist spannend. Weil ich möchte, dass die hier in der Gemeinde sitzen. Aber ich weiß, bevor die in der Gemeinde sitzen, sitzen sie erst bei mir zu Hause am Kaffee. Und irgendwann sitzen sie bei mir beim Abendbrot. Und wenn sie die beiden Hürden geschafft haben, dann sitzen sie irgendwann in der Hauszelle. Und dann sitzen sie in der Gemeinde. Aber es fängt mit dir an. Und das Vehikel, das zu machen, ist total simpel. Hab sie einfach lieb. Investiere in die Leute und geh zu ihnen hin. Was Besseres kannst du nicht tun. Ist das wahr? Neulich habe ich mit meiner Nachbarin geredet. Ich habe geholfen beim Schrank aufbauen. What? Da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Das war glorreich. Aber sie schleppte sich mit dem Ding rein und ich kam gerade aus dem Büro nach Hause. Und ich wusste genau, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Zum Mittag zu gehen. Nee. Mein Kram hinzupacken, anzupacken und mit ihr hochzustiefeln. Und dann haben wir das Ding dahingestellt. Super. Dann stellt sich raus, dass mein Nachbar da oben ehemaliger evangelikaler Pastor war. Ja, super. Schaut er mich an und sagt, Sie sind doch aus der Volksmission, oder? Ja, sage ich, Sie müssen sich aber keine Sorgen machen, ich werde Ihre Frau nicht ab. Seit dieser Zeit begrüßt er mich morgens immer, wenn er seine Zeitung holt. Ist doch nett, er hat mich bis zu dem heutigen Tag noch nie begrüßt. Aber seit der Zeit kennt er mich und begrüßt mich. Ich sage ja nicht, dass er sich deswegen gleich bekehrt hat. Aber weißt du, was passiert? Da öffnet sich ein Herz. Genau. Wie viele Chancen hast du, dass sich die Herzen dieser Leute um dich herum öffnen? Und Gott will das. Gott liebt diese Leute. Und nur wenn sie diese Liebe von uns mitkriegen, werden sie sich irgendwann auch für unseren wunderbaren Herrn öffnen. Aber es beginnt mit diesem simplen Schritt. Ich habe einen Satz gelesen und damit höre ich auch auf. Und ich möchte gerne, dass wir dann eine Zeit des Gebets nehmen. Da hat jemand ein 4-Schritte-Programm entwickelt. Das finde ich klasse. Das würde ich mir patentieren lassen, wenn ich es entdeckt hätte. Der schreibt, ich werde regelmäßig und ernsthaft für dich zu Gott beten. Schritt Nummer 1. Ich werde mich auf praktische und einfühlsame Weise um dich kümmern. Schritt Nummer 2. Ich werde dir die gute Nachricht weitersagen, wenn du bereit bist. Schritt Nummer 3. Und ich werde es wagen, mein Leben bewusst für dich zu investieren. Schritt Nummer 4. Sehr clever. Habe ich mir aufgeschrieben. Will ich vergrößern, will ich in mein Büro hängen. Finde ich genial. Zuerst bete ich für dich, dann kümmere ich mich drum. Dann warte ich auf die Gelegenheit, das Evangelium zu sagen. Und darüber investiere ich alles, was ich habe, um dir die Liebe Christi weiterzugeben. Was für ein cleveres Missionsprogramm. Und plötzlich merkst du, hey, das kann jeder.
Das kannst du, das kann ich, das kann jeder. Und wir sind so Leuchttürme, die Gott dahinsetzt in die Nachbarschaft. Wenn wir nicht leuchten, wer denn sonst? Die Nachbarin über mir sagt zu mir, Herr Brettner, immer wenn ich Sie sehe, habe ich so komische Schwingungen. Was ist denn jetzt los? Ja, mein Mann hat das auch schon gesagt. Ja, sag ich, was schwingt denn da? Ja, sagt sie, ich weiß auch nicht genau, aber da schwingt was. Aha. Sagt sie, geben Sie mir doch mal Ihre Hand. Nimmt sie meine Hand. Oh, sagt sie, da sind sehr starke Energielinien und Lebenslinien drin. Oh, sag ich, das stimmt. Was ich damit schon alles ausgeteilt habe, da ist Energie. Da sagt sie, ich verstehe was davon. Ich spüre da bei Ihnen eine ganz starke Linie. Ich mache nämlich Reiki. Und Sie sind bestimmt talentiert. Ja, sag ich, das war. Das ist, Sie haben recht. Ich bin super talentiert. Ich habe schon für eine Menge Leute gebetet, die gesund geworden sind. Sehen Sie, ich hab's gewusst! Ja, sagt sie, wie machen Sie das denn? Oh, sag ich, das ist ganz simpel. Ich nenne das immer christozentrisches Heilen. Ach so. Ja, davon habe ich noch gar nichts gehört. Wie, sage ich, das ist die älteste Methode überhaupt. Die ist schon mindestens 2000 Jahre alt. Echt, sagt sie, das ist ja ganz alt. Ja, sag ich, da sind noch die richtigen Urkräfte drin. Sagt sie, Mensch, das ist ja toll. Ja, sagt sie, mein Mann, der ist ja auch so krank. Meinen Sie, Sie könnten das mit ihm auch mal probieren? Oh, sag ich, funktioniert bei jedem, habe ich keine Sorge mehr. Ihr Mann kommt die Treppe runter. Du, der Herr Brettner, der kennt da so eine alternative Heilungsmethode. Ja, wunderbar, oder? Ich war der Held. Sonnehände brauchst du. Ich musste so lachen. Und ich dachte, meine Güte, haben wir irgendwas zu verlieren? Es ist doch wirklich lustig mit den Leuten, oder? Das war so nett. Und dann ist das so eine Dame, die da irgendwelche wilden Kurse gibt für Reiki und weiß der Geier, was für ein komisches Zeug. Ja, aber Halleluja, das sind doch unsere Kandidaten, oder? Ja, da hat einmal nicht. Der wird noch kränker, der arme Kerl. Hast du ihn gebetet? Ja, natürlich habe ich ihn gebetet. Also so eine Chance, die muss man. Dazu sind Treppenhäuser gut. Da kann er nicht weglaufen. Das ist ideal. Also wir haben, ich denke immer, Geschwister, wir haben das so viel zu tun, oder? Paulus sagt es mal, die Liebe Gottes drängt mich. Lass dich doch mal drängen. Wir tun ja sonst nicht so viel. Aber mal drängen lassen ist doch nett, oder? Ich wünsch mir das so, weil ich glaube, das ist einfach das Herz Gottes. Er liebt die Leute so unglaublich. Und deswegen setzt er uns hin und sagt, hey, sei doch ein Leuchtturm, leuchte mal. Und vergiss mal all den ganzen Kram, der in deinem Kopf war. Die Leute, die wollen alle nicht. Ich glaube das heute überhaupt nicht mehr. Ich glaube, alle Leute möchten so gerne die Liebe Gottes erleben. Das glaube ich hundertprozentig. Die kriegen das nur nicht mit, weil sie noch nie wirklich Leute getroffen haben, die sie geliebt haben. Sondern die meisten, die gesagt haben, dass sie sie lieben, die wollten immer irgendwas von denen. Ich habe einen schlauen Spruch gefunden, den wollte ich euch zum Ende noch offerieren. Da kommt ein Mann zu einem katholischen Mönch
und sagt zu ihm: Meister, warum ist jeder glücklich außer mir? Antwortet der Meister: Weil sie gelernt haben, überall Güte und Schönheit zu sehen. Sagt der Mann: Warum sehe ich nicht überall Güte und Schönheit? Antwortet der Abt: Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Inneren nicht siehst. Schlauer Satz. Du wirst draußen nur das sehen, was du innen drin hast. Und wenn du immer sagst, ich weiß nicht, die Leute, keiner liebt mich, frag dich mal, was du innen drin siehst. Kannst du drinnen Liebe für die Menschen sehen, dann wirst du sie irgendwann noch draußen sehen. Wenn du innen das Bild hast, die wollen sowieso alle nichts von der Liebe Gottes wissen, mach dir keine großen Illusionen, das wird genauso wiedergespiegelt werden. Ich glaube, dass die Leute das lieben, geliebt zu werden. Das glaube ich. Das geht jedem so, das geht ja nicht nur uns Christen so. Das geht den Leuten in der Welt auch nicht anders. Nur mit dem Unterschied, dass die so oft gebrannte Kinder sind, weil sie so komische Liebe mitgekriegt haben, dass sie das am liebsten gar nicht mehr machen. Aber wir sind da, oder? Halleluja. Ich möchte dich einladen, dass wir einfach so beten, ganz bewusst für unsere Hauszellenarbeit.